Frau Frey. Kein guter Start, kein guter Schluss, aber am Schluss entscheidet halt die 70 Minuten, die ihr euch da Sieg verdient habt, oder? Ja, das ist ja so. Wir sind nicht so gut ins Spiel gestartet, haben früh 1-0 bekommen. Wir haben aber eine Reaktion gezeigt und haben dann 2-1 können führen. Dann ist dann nochmal die Sitzung geworden gegen Schluss, aber es hat zum Glück gelangt und die 3 Punkte haben wir. Was ist das Geheimnis dafür, dass die Young Boys jetzt in dieser Saison, vor allem seit sie wieder regelmässig spielen, ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat, immer mehr Zugriff aufs Spiel haben, dass sie irgendwie schnell das Spiel kehren und halt zu Chancen kommen? Ja, also ich würde sagen, wir haben sicher einen guten Teamgeist dieses Jahr. Also wir wissen genau, wir gehen jede für jede und das hilft natürlich. Und wir haben ja auch Zustupf bekommen, einen Teira, der natürlich auch ein Spiel in die Hand nehmen kann und drehen kann. Ich sage, das hat sicher auch einen Einfluss. Jetzt müssen wir aber gleich noch etwas anschauen, und zwar die Standards. Ich meine, dass man in einem Match lang keine Standards zu einem kommt und da gibt es gerade ein Goal. Was läuft heute nicht richtig? Ja, das ist es. Also, wir hatten schon mehr Mühe gehabt, auch mit den Standards. Fünf Goal. In 3 Matches? Ja, eben. Ich weiß nicht, ob es an der Zuteilung liegt oder einfach im Duell, dass wir zu wenig konsequent hergehen. Was, wenn Sie das anschauen, die Saison eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Match und doch eins ist klar gepunktet und sind jetzt dritt. Was hat die Saison, die anderen Saisons nicht gehabt hat, die letzten zwei? Ja, vielleicht ist es gleich auch noch ein bisschen das nötige Glück. Nein, aber ich würde sagen, es liegt sicher am Spielerischen, also, dass wir auch gut sind gestartet, wir haben Selbstvertrauen können gewinnen und das haben wir dann auch weiter in die nächsten Matches mitgenommen. Was bedeutet jetzt das für euch, dass ihr dritt seid? Hat es jetzt doch schon lange nicht mehr gegeben. Das heisst, Zürich hinter euch, habt ihr euch verdient mit 6 Punkten gegen sie. Was ist das für eine Emotion? Ja, also es ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber jetzt geht es einfach darum, dass wir weitermachen, dass es so bleibt oder eben noch weiter gegen hoch geht natürlich. Frau Bischof, besser kann man da im Wankdorf eigentlich nicht starten, oder? Ja, es ist eine coole Atmosphäre hier. Leider ohne Zuschauer, aber es ist sicher ein schönes Stadion und ein guter Platz. Und von dem her ja, wäre es eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, und ihr gebt die Führung. Was passiert denn, dass ihr euch die wieder nehmen lassen? Ja, wir sind gut gestartet, wir haben ein gutes Goal gemacht. Ich glaube, wir hätten kurz nachher gleich das 2-0 machen können. Im Gegenzug kommen wir den 1-1 über. Ist natürlich sehr schade und so haben wir den Schwung ein bisschen verloren. Und ja, wäre sicher anders möglich gewesen. In letzter Zeit sind wir nicht immer ganz zufrieden mit dem Resultat, aber mit der Leistung. Bis jetzt bei St. Gallen. Heute kann ich sagen, habt ihr da die Rostschaden, das Verschieben, das ihr sonst so gut macht, irgendwie vermissen? Was ist dort passiert? Ja, es ist schwierig, um so nach dem Spiel zu sagen. Ich glaube, wir hatten ein paar verletzte Ausfälle, die wir haben müssen, von Grund auf rostieren. Aber ich glaube, das ist keine Ausrede. Wir haben uns zu wenig gut angeboten und zu wenig Anspielstationen angeboten. Das ist klar. Und darum muss man sagen, hat IB verdient. Sie sind die bessere Mannschaft gewesen. Und wir müssen jetzt führen schauen und dürfen das nächste Spiel besser machen. Wenn man weiss, dass IB so viel Goal durch Standards bekommt, hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr auf Standards pochen müssen. Weil wenn ihr die erste habt, macht ihr gerade das Goal. Ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Vielleicht hätte man mehr Standards trainieren können, aber ich glaube, ein Spiel ist vom Aufbau bis zum Abschluss und das liegt nicht nur an den Standards. Ich denke, es ist sicher ein wichtiger Punkt, aber wenn wir es nicht hinbringen, um in der Mitte oder sonst genug Anspielstationen suchen oder finden, dann muss man nicht ausreden, irgendwo anders zu suchen. Und doch am Schluss wird es spannend. Stefanie Brecht macht das Traumgoal. Statt 3-2 haben wir etwa 3 Minuten. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, ich glaube, also bei mir persönlich war es so, einfach daran glauben bis am Schluss, dass wir das dritte Goal gleich noch erzielen können. Und ich glaube, wir haben in den letzten Spielen immer die letzten paar Minuten noch aufdrehen. Und ich habe das Gefühl, für die Zukunft muss einfach ein bisschen früher kommen. Also, dass man nicht die letzten 5 Minuten noch aufdreht, sondern die letzten 20 Minuten. Weil wir wissen ja, es liegt drin. Und es ist schade, dass die Zeit meistens nicht lange hat. Nach dem 1-1 im Espenmoos haben wir gedacht, heute könnte St. Gallen die Sensation schaffen, hier im Wankdorf Punkt mitnehmen. Wie fühlt ihr euch allgemein mit der ganzen Tabellensituation? Ja, es ist natürlich schade, dass wir so ein bisschen den Anschluss ein bisschen verloren haben. Also wir wären gerne ein bisschen näher dran geblieben. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass wir... Ich habe das Gefühl, wir sind gut in die Saison gestartet und es geht ja auch noch lange. Also wir haben noch genug Spiele vor uns und wir probieren immer besser und besser zu werden. Und dann bin ich positiv eingestellt, dass es am Schluss auch gut aussieht. Herr Santos,
ist nicht etwa die Zeitmaschine, sondern sie sind einfach Assistenztrainer, nicht der Schallgrüter. Ich habe gedacht, wenn wir die letzten 3 Minuten wegschneiden, wären sie jetzt sehr, sehr zufrieden, jetzt nicht ganz so euphorisch. Das ist genau so. Also im Normalfall, im Fußball ist es so, wer es nicht macht, schlussendlich bekommt es irgendwann. Das haben wir jetzt fast wieder müssen so erleben, selber durchmachen. Zu unserem Glück ist es jetzt nicht so gekommen. Wir haben auch das Spiel sehr gut im Griff gehabt über weite Strecken. Also wir können in diesem Match auch 4-5-1 gewinnen, ohne Probleme. Wir müssen einfach die Chance machen. Das ist ein Spiel gegessen nach 60-70 Minuten. Aber voilà. Lernen wir auch daraus. Darf ich etwas Dummes sagen? Die beste Form durch Standard ein Goal bekommen, ist 90 Minuten keine zulassen, oder? Aber eins und der gerade das Gegengoal, das müsst ihr wirklich anschauen, oder? Ja, das ist sicher eines von den Punkten, wo wir anschauen müssen. Das unter anderem, ja. Das ist sicher ein Punkt. Defensiv wie offensiv. Offensiv aber muss man sagen, St. Gallen geht sehr früh in Führung und doch haben sie relativ schnell den Match gekehrt. Sie sagen 4, 5, 6, also Chancen wären da gesehen. Was hat dort gestummt, um es zu kehren? Das ist einfach die Mentalität von diesem Team. Also dort sind wir natürlich top, also im Kopf von diesem Team stimmt es einfach, wir wollen. Wir machen, wir ziehen alle am gleichen ziehen. Und wir wollen immer die Kisten machen, sei es jetzt 0-0, 1-0 gegen uns oder 3-1 für uns. Und man hat auch wieder gesehen, wir wollen einfach die Kisten machen. Und was hat eben nicht gestimmt, dass am Schluss St. Gallen besser ins Spiel gekommen ist? Ja, Zone 3 manchmal ein bisschen Ruhe, dass wir die Kisten machen, dass wir auch einfach dort Klasse, Cleverness können aufkommen und einfach die Goal machen. Und dann reden wir hier von einem anderen Spiel. Jetzt haben wir zum ersten Mal 5 Mal wechseln. Ich habe fast das Gefühl, das hat dem Spiel gar nicht gut getan. Haben Sie nicht das Gefühl? Ja, es kann durchaus sein, dass man den Rhythmus ein bisschen bricht, wenn man 5 Mal wechselt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, wenn wir das mehrmals gemacht haben. Charles Glüter opfert jetzt die Möglichkeit zu feiern, so ein bisschen vor der Kamera, weil ihr seid dritt, wissen Sie das schon? Der dritte Platz, was bedeutet das für IB jetzt? Wir wollen mehr. Wir wollen ganz klar mehr. Wir sind zwar dritt, das ist schön und gut, aber wir sind noch nicht am Ziel und wir werden daran arbeiten, hart daran arbeiten, das, was wir gut gemacht haben, noch verbessern. Das, was wir noch nicht so gut machen, sicher schauen, dass wir es besser machen können und schauen, wo der Weg herführt. Aber der Kalender ist hart. Basel, Servette warten alle noch. Was werden das für 2 Matches jetzt vor der Nazi-Pause? Ich glaube, in dieser Liga hat es gezeigt, jeder kann jeden schlagen, mehr oder weniger. Wir nehmen Spiel für Spiel, ganz ruhig, analysieren Gegner für Gegner und machen unser Spiel und das ist alles möglich. Herr Zwiesig, die Schlussphase hat sie fast wahrscheinlich zu einem Lächeln gebracht. Was hat dir nicht gefällt in der Schlussphase jetzt einzeln? Zu mir lächeln? Wieso zu mir lächeln? Ein Punkt. Ja, es wär ein bisschen viel Zufall gewesen, muss ich schon sagen. Der Gegner war besser gewesen und von dem her haben sie es verdient. Trotzdem sind wir nochmal hergekommen. Aber schlussendlich müssen wir die Niederlage hinnehmen, weil die Qualität ist beim Gegner einfach besser gewesen. Ja, ich möchte, wenn wir so ein bisschen rückwärts arbeiten. Normalerweise haben sie gute Leistungen, das Resultat ist nicht immer zufriedenstellend. Ich denke gerade an St. Gallen gegen IB, wo St. Gallen dürfte gewinnen. Servette sicher. Heute, so wie das Resultat war fast okay gewesen, aber die Leistung ist irgendwie nicht da gewesen. Was ist passiert? Ja, wir haben es nicht abprüfen. Man muss auch sagen, der Gegner war auch richtig gut gewesen. Die haben es gut gemacht. Die Qualität ist da beim Gegner und da haben wir Mühe gehabt. Wir sind nicht auf 100% gekommen, aber ja, wir haben auch, ich sage jetzt mal, man sollte nie ausfallen und weiss nicht was. Es hat schon 2-3 Spielerinnen, die gefehlt haben. Am Schluss hat es auch U19 Spielerinnen auf dem Platz für uns. Aber ja, Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir das wollen haben, dass wir es probiert haben, aber dass der Gegner einfach besser war. Und dann haben wir ein, zwei Fehler zu viel gemacht, dass wir einen Punkt holen können. Hätten sie vielleicht besser ausgesehen, wenn sie nicht zum Traumstart verwünscht hier im Wankdorf mit dem 1-0? Super Spielzug übrigens. Ja, da sind wir froh gewesen. Hätte uns eigentlich die Sicherheit gegeben, aber der Gegner hat den Ball gut laufen lassen. Wir haben Probleme gehabt und schlussendlich war es für die, gewesen, dass wir nochmal angekommen sind. Wir haben gehofft, dass wir früh ein Goal schiessen können. Wir haben gehofft, dass wir auch irgendwie moralisch den die Überhand haben, mental die Überhand haben. Aber das ist uns nicht gelungen. Der Gegner war heute gut gewesen für uns. Wenn IB in den letzten 2 Spielen 4 Goal bei Standards bekommt, müsstet ihr doch mehr pushen, dass ihr mal Standard bekommt. Ihr bekommt erst in der 90. schon Treffen gerade. Also, ist das Teil vom Spielplan gesehen?
Ja, wir wollen natürlich auch nach vorne spielen und wir wollen vorne Aktionen haben, aber wenn wir nicht führen kommen, wenn unsere Jahre versandet, wenn wir zu wenig genau sind, dann haben wir auch zu wenig Corner schlussendlich. Klar ist das Ziel, wir wollen mehr Aktionen führen, wir wollen mehr 16er Aktionen, wir wollen mehr Abschlüsse haben. Das ist, heute haben wir Mühe gehabt, wir haben Probleme gehabt, zum nach vorne kommen. Wir haben ein paar wenige Szenen gehabt, wir haben auch ein Goal geschossen, auch eine gute Chance gehabt, aber das müsste, ja, wenn man will gewinnen, müsste es mehr Szenen sein und das ist es einfach nicht gelungen. Darf ich eine dumme Frage stellen? Jetzt haben sie das erste Mal für 5 Mal wechseln. Ich habe das Gefühl, die Wechsel haben auf beiden Seiten im Spiel nicht so gut da. Sehen Sie das etwas ähnlich? Ja, wir haben hier müssen wechseln, oder? Ja. Also der Dita, wo in letzter Zeit fast alle Goal geschossen hat, die haben wir müssen rausnehmen. Wir haben ein, zwei müde Spielerinnen gehabt, Spielerinnen, die auch nicht alle Trainings können machen. Und dann wechselt man, wenn man hinten ist, dann denkt man, ja, dann probieren wir es einfach mal, dann wagen wir mal etwas, auch System umstellen, Spielerinnen, die man noch hat, noch reinwerfen. Im Spiel gut tun, ich weiß nicht, es war 1-3 bei den meisten Wechseln und dann am Schluss ist 2-3 und wir haben, sagen wir mal, noch eine Viertelchance haben wir noch so für den Ausgleich. Von dem her bin ich nicht unzufrieden, dass wir eigentlich noch mal angekommen sind. Genau, jetzt Sie haben da Ausfälle angesprochen, ich habe im Livestream den Match gegen Basel verfolgt. Wenn Sie Ausfälle haben, dann wird das halt auch bei Ihrem Kader, der sehr viel Jungstalent hat, schwierig, oder? Ja, wenn man Ausfälle hat, hat kein Trainer gerne, dann kommt die Nächste. Und das ist jedem Team so, wenn 1-2 Ausfälle kann man verkraften, wenn es 2-3-4 Ausfälle sind und dann vielleicht noch die falschen, dann wird es schwierig, dann haben andere eine Chance, aber ja, wir, die sowieso ein bisschen am Beissen sind, weil Gegner, die haben keine Ausfälle gehabt, die haben, ich weiß auch nicht, wie groß das Kader ist bei IW, aber da sehe ich noch Dutzende Spielerinnen fast, die noch einsetzen können, oder? Dann wird es eng, aber ich will nicht das an den Ausfällen festmachen, dass wir heute keinen Punkt geholt haben. Es hätte heute nicht sein wollen, wir sind wirklich schlechter gewesen als IW. Noch 3 Spieltage, 11 Punkte, eigentlich schon mal eine gute Bilanz aus dem, was wir schon gespielt haben, aber ein bisschen mehr liegt schon noch drin, oder? Ja, wir sind nicht unzufrieden, wie die Anzahl Punkte, das ist richtig. Hankerum hoffen wir natürlich immer, dass wir noch mehr rausholen können und letzte Woche wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Heute haben wir auch mit einem Goal verloren. Jedes Mal, wenn man mit einem Goal verliert, denkt man, ja, da wäre doch noch ein Punkt mehr drin. Aber es hilft nichts. Wir sind mehr oder weniger im Plan, sage ich jetzt einmal. Mir ist wichtig, dass wir uns verbessern, dass wir Fortschritt machen. Und das will ich sehen. Die letzten 1-2 Spiele. Nicht ganz zufrieden, auch mit der Leistung nicht ganz zufrieden, aber das ist auch normal, dass das gibt. Aber wir schauen vorwärts und wollen Woche für Woche wieder das Neue probieren. Und jetzt ist Servet, wo vor der Tür liegt und da haben wir auch nichts zu verlieren und einfach mal Vollgas geben und dort etwas probieren.